Das ist Andreas Hirlemann, ist Professor an der ETH Zürich im Departement BSSC, Biosysteme und Engineering in Basel. Er hat von 1985 bis 1991 Chemie studiert an der Universität Tübingen, erhielt dort 1996 seinen Doktorgrad und arbeitete danach als Postdoc in den USA und ist seit 1999 an der ETH. Wir haben uns damals gerade schon kennengelernt, als wir den ersten großen Science-Cité-Anlass in der Bahnhofhalle organisierten und er da beteiligt war. 2004 wurde er außerordentlicher Professor für Mikrosensoren und 2008 wurde er ordentlicher Professor für Biosystems Engineering und am Departement für Biosysteme. Das war damals die große Life Science Schub, der damals gemacht wurde. Und damals wurde auch das Departement dann in Basel der ETH gegründet. Das ist ja etwas speziell. Es war einfach so, dass die Basel auch eine Bundesanstalt wollte und da fand man die Lösung mit einem Departement der ETH, das heute beim neuen Biozentrum in Basel angesiedelt ist, auch in der unmittelbaren Nachbarschaft. Er hat das Departement mit aufgebaut, war verschiedentlich auch Vorsteher dieses Departements. Ich heiße ihn recht herzlich willkommen heute hier bei der NGW, Andreas Hirlemann, und ich übergebe gleich das Wort. Vielen Dank, Matthias, für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die freundliche Einladung. Ja, wie Sie sehen, bin ich aus Basel, ETH-Department, seit 2018 wir dort in einer Mannstärke von ca. 20 PIs, also im Durchschnittsdepartement der ETH. Und neben der Politik war natürlich auch ein Grund der ETH strategisch, mit den großen Pharmafirmen dort und im Life-Science-Bereich in Basel zusammenzuarbeiten, der anscheinend einer der größten Hubs in der Welt ist. Manche sagen vor Boston, andere sagen hinter Boston. Wir glauben natürlich vor Boston, ist klar. Und worüber ich heute reden will, ist neue In-vitro-Modelle für Drug-Screening. Was ist der Kontext? Der Kontext ist folgender. Letztes Jahr wurde von der FDA, also Federal Drug Agency in den USA, zum ersten Mal zugelassen, dass Medikamente nicht durch Tierversuche müssen, bevor sie in klinische Tests kommen, sondern sie können auch mit In-vitro-Modellen getestet werden. Und das möchte ich heute zeigen, dass das möglich ist und inwiefern sowas möglich ist. Und die großen Pharmakonzerne setzen inzwischen alle darauf, die Tierversuche komplett rauszukippen. Nicht nur wegen den Tieren, sondern auch deswegen, weil es natürlich die sogenannten Interspecies Differences gibt. Das heißt, die viele Organe sind äußerst verschieden, zum Beispiel Gebärorgane des Menschen sehr verschieden von der Maus. Das heißt, ein Maustest ist oft auch nicht sehr aussagekräftig. Und man kann humane Zellmodelle, und das wollte ich auch zeigen, in allen möglichen Variationen heute gewinnen durch sehr einfache Verfahren. Das heißt nicht, dass man Menschenversuche macht, sondern das heißt, dass man Zelllinien herstellt aus Blut- oder Hautzellen von Menschen, die man ohne Probleme erhalten kann. Gut, kurz unser Labor. Was machen wir? So, wir sind ein Engineering-Labor, das heißt, wir machen im Prinzip Mikrotechnologie, auch Mikroelektronik, Hardcore, wir entwickeln Chips und designen Chips, die in der Biologie und in der Biomedizin genutzt werden können. Und Sie sehen hier ein paar Beispiele, das ist ein Mikrofluidik-Chip, auf den ich nachher noch genauer eingehen werde. Hier haben wir Mikroelektronik, die im Kontext entwickelt wird von sogenanntem Brain-Computer-Interfacing, das heißt, das direkte Kontaktieren von Hirnzellen mit Mikroelektronik-Chips. Und Sie sehen hier im Prinzip Neuronen auf solchen Chips und man sieht, dass es sehr viele Elektroden hier gibt und sehr viele Neuronen. Und man kann das inzwischen sehr weit treiben. Man kann also ohne weiteres sehr viele Daten aus Neuronen rauslesen und auch reinschreiben in sehr kurzer Zeit. Das funktioniert sehr gut in vitro. In vivo ist das alles sehr am Anfang. Sie haben eventuell die Efforts von zum Beispiel Facebook oder anderen Firmen gesehen, auch Elon Musk macht da was, das direkte Brain-Computer-Interfacing, das heißt Elektronen ins Hirn, die dann direkt den Computer füttern. Das halte ich für noch etwas verfrüht, aber wer weiß.
So, was wir machen, ist einerseits diese CMOS-Mikrosysteme entworfen, also wirklich Elektronik-Design, dann die mikrofluidischen Systeme, über die werde ich heute reden. Ich werde also nichts über Brain-Computer-Interfacing sagen, das ist einer unserer Schwerpunkte, aber ich kann nicht alles heute Abend erzählen, dann müsste ich vielleicht nochmal kommen, wenn Sie davon mehr hören wollen. Und mit diesen CMOS-Mikrosystemen machen wir dann auch Elektrophysiologie und Neurowissenschaften. Was werde ich präsentieren? Eine kleine Einführung, klar, dann werde ich eine mikrofluidische Struktur präsentieren, sogenannte Hanging Drop Networks, HDNs, und dann die Mikrogewebe, die wir benutzen. Wir benutzen nur Gewebe, Einzelzellen sind nicht sehr aussagekräftig. Der Körper ist auch keine Einzelzelle, das heißt Medikamententests an Einzelzellen sind im Großen und Ganzen nicht repräsentativ. Krebsmittel, die an Einzelzellen wirken, sind im Körper oft völlig unwirksam, weil eine Einzelzelle sehr viel höhere Konzentration abkriegt, wenn man sie in der Suppe hat, als ein Gewebe im Körper natürlich. Dann werde ich über Multitissue-Systeme reden. Das ist eine interessante Entwicklung, weil man hat ja Interaktionen im Körper. Das heißt, wenn ein Medikament für einen Krebs oder einen Tumor im Körper gibt, muss man ja damit rechnen, kann man nicht damit rechnen, dass das ungeschoren zum Tumor kommt. Das wird nicht so sein. Sondern es muss durch den ganzen Kreislauf, es muss durch die Leber und die Leber macht alles Mögliche. Die Leber ist eine chemische Fabrik. Und es kann sein, dass sie diese Komponente komplett unwirksam macht. Es kann aber auch sein, dass sie sie richtig giftig macht oder wirksam. Alles ist möglich und man muss das eigentlich im Drug-Testing mit einbeziehen. Andernfalls läuft man das Risiko, dass man hinter diese Komponenten oder Compounds wieder zurückziehen muss, weil sie lebertoxisch sind oder weil sie giftig sind. Das heißt, es ist interessant oder auf jeden Fall wichtig, sehr früh schon viele Parameter zu erfassen und möglichst viele zentrale Organe im Drug-Testing zu repräsentieren. Dann nächste Punkt wären Sensoren, die man direkt in dieses System einbauen kann und am Schluss noch ein Embryonic Test System. Was ist das? Das ist ein System, wo man Teratogenie messen kann. Das heißt, ist eine Substanz fruchtschädigend? Und Sie alle, vielleicht kennen Sie die REACH-Initiative der EU. Jede einzelne Chemikalie muss heute sehr umfassend getestet werden. Und der Embryotoxicity oder Fruchtschädigungstest ist einer der wichtigsten Tests, der heute immer noch mit großen Mengen von Tieren zum Teil gemacht werden muss. Das ist das Problem im Substance-Testing. Einerseits haben wir die Kulturen, die sogenannten Well-Plates, 2D, nicht sehr repräsentativ, weil keine Organe da drin sind, keine Interaktionen, kein Gewebe. Es sind einfach 2D-flache Kulturen. Und auch das Mikroenvironment stimmt nicht. Sie schwimmen in einer Suppe, in einer Zellbrühe, aber im Körper haben sie extrazelluläre Matrix, sie haben eine Umgebung, die haben chemische Cues. Das ist eine ganz andere Situation. Also diese Situation ist nicht sehr repräsentativ. Die Ergebnisse, die man hier kriegt, sind mit größter Vorsicht zu genießen. Dann haben wir andererseits die Tierstudien. Und das größte Problem, wie ich vorher schon gesagt habe, sind da die Interspecies Differences. Das heißt, dass was im Tier passiert, nicht das Gleiche ist wie im Menschen. Die Organe sind nicht dieselben. Speziell wichtige Organe wie Leber, Reproduktionsorgane oder auch Blut-Hirn-Schranke ist äußerst verschieden zwischen Mensch und zum Beispiel einer Maus. Das heißt, wir haben eigentlich kein richtiges gutes System im Moment. Und da sind nun Anstrengungen unterwegs, das zu ändern, hoffentlich. Diese Kurve kennen Sie vielleicht, äußerst deprimierend, wenn man sie anguckt. Man startet mit 5.000 bis 10.000 Compounds, also Wirkstoffen. Man investiert ungefähr 1 bis 2 Milliarden. Man arbeitet 12 Jahre und am Ende kommt vielleicht eine einzige Droge oder ein einziges Medikament heraus, das von der FDA anerkannt wird. Es wird eine enorme Geld- und Ressourcenverschwendung, wenn man so will. Und natürlich ist jedes Verfahren, das hier diese Sache entweder beschleunigt oder auch selektiert, sodass nicht alle oder nur wenige erfolgsversprechende Komponenten hier vor allem in die klinischen Versuche, die sehr teuer sind, kommen, ist natürlich sehr wichtig, dass man das kann. Und hier setzen der rote Pfeil hier setzen die Advanced In-Vitro Systems ein. Das heißt, man macht die ersten Tests immer noch in Zellkulturen, in den Wellplates, das kann man nicht anders machen. Aber dann kann man ab hier im Prinzip mit Advanced In-Vitro Systems arbeiten, lässt die Tiere weg und geht dann hoffentlich in die klinischen Versuche. Das ist die Idee. Und das ist auch das, wo alle Pharmafirmen darauf hinarbeiten, mit großen Investitionen im Raum Basel, auch die großen Player natürlich. So,
Dazu braucht es Systeme. Und wie sollen solche Systeme aussehen? Das ist natürlich ein Artist Rendering. Das existiert so nicht. Es existiert in ähnlicher Zusammensetzung. Man braucht die wichtigsten Organe. Man braucht 3D-Gewebe. Man kann nicht mit 2D arbeiten, weil 2D einfach nicht repräsentativ ist. Man muss ein einigermaßen comprehensives oder umfassendes Testing machen. Das heißt, man kann, muss die wichtigen Organe im Testen drin haben, wie zum Beispiel die Leber, die wirklich zentral ist für den Metabolismus. Man muss, sollte auch das Herz drin haben, weil man muss wissen, ob das Zeug herzschädigend ist oder nicht. Wenn das das ist, ist es raus. In dem Moment, da gibt es keine Diskussion mehr. Oder muss halt auch gucken im Hirn. Die Blut-Hirn-Schranke ist ja berühmt für, dass sie sehr dicht ist und nicht durchlässig. Und das heißt, wenn man Medikamente entwickelt, die ins Hirn sollen, muss man auch irgendwie diese Blut-Hirn-Schranke simulieren. Also umfassendes Testing und natürlich auch diese Tissue Interactions, das heißt die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Geweben, muss man auch testen. Das heißt, wenn in der Leber irgendwas abgebaut wird oder produziert wird, was giftig ist, dann ist auch dieses Medikament sofort raus, weil in dem Moment alle anderen Organe vergiftet werden. Solche Systeme wollen wir entwickeln. Natürlich nur so komplex wie notwendig, aber so umfassend wie möglich. Das heißt, wir wollen alle wichtigen Spieler in seinem System drin haben, aber natürlich nicht alle Organe. Es gibt Institute, die alle Organe inkludieren wollen mit 24 Kühlschränken voller aller für jedes einzelne Organ. Das ist zu komplex, das ist nicht praktikabel. Und das kann man vor allem dann, wenn man viele Substanzen testen will, nicht mehr machen. Was brauchen wir? Wir brauchen Organmodelle, möglichst einfache, aber dafür repräsentative. Was brauchen wir noch? Ein fluides System, was die Organe miteinander verbindet und wo auch im Prinzip Signalmoleküle über die Flüssigphase ausgetauscht werden können. Es gibt viele Signale, die im Körper in chemischer Form hin und her schwirren zwischen den Organen und das muss man auch hier irgendwie repräsentieren. Und am Ende braucht man natürlich auch ein Readout oder Sensoren, mit denen man messen kann, was da passiert. Und da in diesen beiden Domänen sind wir tätig. Die Organmodelle machen wir meistens nicht, sondern das macht eine unserer Spin-off-Firmen, die Insphero AG, die ich gleich zeige. So, was sind unsere Organmodelle und wie sehen unsere mikrofluidischen Systeme aus? So einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Hier sieht man die Formation von sogenannten sphärischen Microtissues. Das sind Zellklumpen, die 200 bis 300 Mikron im Durchmesser haben und die bilden sich selber, wenn man eine Zellsuspension in einem hängenden Tropfen hat, dann werden die einfach, sedimentieren die hier unten und dann sieht man hier, über eine gewisse Zeit, circa 2-3 Stunden, bildet sich ein richtiges Gewebe. Das machen die Zellen selber, braucht man nichts tun. Die wissen, was sie da zu tun haben. Die Zellen, das ist bei denen im Programm sozusagen. Und man kann solche hängenden Tropfen oder diese Mikrogewebe hängenden Tropfen von vielen Geweben machen. Und hier sehen Sie zum Beispiel all die, die es diese Firma oder einige von denen die Firma macht und auch verkauft. Und das sind auch wichtige dabei natürlich wie Hirn, Leber oder die Kardiomyozyten, also die Herzzellen, oder natürlich Tumor. Tumor ist sehr leicht, Tumor wuchert und wächst überall. Also der Tumor ist sehr, immer extremst robust. Aber auch Pankreas, das haben wir auch vermessen. Also man kann auch einzelne Langerhans Islets, sogenannte, vermessen und sehen, wie die genau Insulin produzieren und was dann auch Diabetes-Medikamente da machen. Das möchte ich heute aber nicht besprechen. Woher kriegen wir das Zellmaterial, das humane Zellmaterial? Ich habe das vorher schon gesagt. Es wurde 2012 der Nobelpreis Medizin dafür vergeben, Norm Yamanaka aus Kyoto, der im Prinzip eine Möglichkeit gefunden hat, aus in dem Fall Hautzellen mit einer Mischung von Chemie und Transkriptionsfaktoren diese zu programmieren, dass sie sich zurückentwickeln in sogenannte pluripotente Stammzellen. Das heißt, die Stammzellen können nicht mehr alles werden, aber das meiste. Und das ist ein chemisches Verfahren, das dauert ein paar Stunden und das kann man von jedem von uns machen. Man kann Hautzellen nehmen, Blutzellen und kann das machen. Das wäre noch nicht so wichtig, aber was dann entscheidend ist, ist, man kann diese sogenannten IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, man kann die dann ausdifferenzieren in zum Beispiel Neuronen, Fettzellen oder Herzzellen oder auch hier Blutstammzellen oder Pankreaszellen oder auch Leberzellen. All das geht. Und das heißt, man kann
humane Zellen herstellen in großer Form. Und man kann das nicht nur mit gesunden Zellen machen, sondern man kann das natürlich auch mit Patientenmaterial machen. Und man kann genau diese wichtigen Organe oder Zellen herstellen aus diesen somatischen Zellen. Und die haben dann die Krankheit, die der Patient hat. Weil die Genetik ja in den Zellen drin ist. Und wenn er eine Erbkrankheit hat, dann ist die Erbkrankheit natürlich auch in den Zellen drin. Altersdemenz und sowas geht nicht, weil das ist ja eine Sache, die nicht in der DNA drin ist. Da muss man dann halt schon 70 Jahre warten, bis sie auftritt. Ein bisschen lange für Zellkulturen, aber alle die kongenitale Demenz zum Beispiel ist da drin oder alle Erbkrankheiten können in solchen Zellen reproduziert werden. Das heißt, man hat humane Krankheitsmodelle und kann natürlich auch gesunde Modelle machen. Man kann natürlich bei Zellen dann auch mit der CRISPR-Cas-Methode Krankheiten versuchen herauszuschneiden, in Anführungszeichen, oder Krankheiten hineinzumachen. Das heißt, man hat alle Möglichkeiten hier zu spielen mit humanen Zellen und alle möglichen Testverfahren auszuprobieren. Das ist ein Verfahren, das nach ein paar Jahren jetzt mehr und mehr an Popularität gewinnt und mehr in Medikamententesten eingesetzt wird. Hanging Drop Networks, das ist das, was wir machen. Ich habe Ihnen vorher schon die hängenden Tropfen gezeigt, hier, wo sich unten diese Gewebekugeln oder diese Microtissues bilden. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, diese nicht einzeln zu hängen, so wie es üblich ist, in der Platte mit einem Pipettenzugang von oben, sondern wir haben die verbunden. Warum das? Einfach deshalb, weil man dann erstens Flüssigkeit durchpumpen kann. Das heißt, man muss nicht dauernd rumpipettieren, sondern kann einfach die Flüssigkeit durchpumpen und das Medium wechseln und die über längere Zeit bei Laune halten. Man kann aber auch im Prinzip in jedem einzelnen Compartment ein anderes Gewebe reinmachen und die interagieren lassen, die Signalfaktoren mit dem Fluss von einem Gewebe zum anderen spülen sozusagen. Und das kann man so ähnlich machen, wie es in einem menschlichen Körper eventuell ist. Und ich wollte Ihnen zeigen, dass es im Prinzip funktioniert. Was man auch machen könnte, ist natürlich, das wollte ich nicht zeigen, ist, dass man mit einer Zellsuspension hunderte von Geweben machen kann, wenn man überall die gleichen Konzentrationen an Zellen drin hat und dann werden sehr viele, sehr gleiche Gewebe gebildet in einer solchen Platte, die dann 180 oder 190 von den hängenden Tropfen, die verbunden sind, haben. Die Multitissue Experiments, das sind das, worauf ich eigentlich hinaus will, am Ende, dass Sie hier jeweils spezifische, unterschiedliche Gewebe reinmachen. Wie sieht sowas aus? Ist eigentlich technisch keine Raketenwissenschaft. Ist wirklich relativ einfach. Man sieht hier im Prinzip eine Struktur, das ist der Längsschnitt hier. Sie sehen, die Gewebe sitzen in den Tropfen. Die Tropfen sind ungefähr 3 mm oder 3,5 mm im Durchmesser. Man hat hier einen sogenannten Hydrophobic Rim, das heißt eine hydrophobische Struktur, sodass der Tropfen zusammengehalten wird und nicht ausfließt. Dann, das ist der Schnitt hier Nummer 3, das heißt durch den Tropfen durch. Dann haben wir Nummer 2 durch den Kanal und Nummer 1 durch den Inlet. Und man kann im Prinzip hier permanent Flüssigkeit durchpumpen und kann Signalmoleküle transportieren oder kann eben auch Nutrients nachführen und so weiter. Und tropfen nicht ab. Also wenn man die Pumpraten richtig einstellt, tropfen die nicht ab. Die sind erstaunlich stabil. Man kann sogar die Platte drehen ohne Probleme und stehende Tropfen draus machen. Das funktioniert auch. Hier sieht man, wie das funktioniert, die Flow-Charakteristik. Man lässt im Prinzip Fluss rein und dann, das sind im Prinzip gleiche wie kommunizierende Röhren. Das ist die Laplace-Gleichung hier. Die zeigt, dass die Tropfen alle genau die gleiche Größe haben, solange das Substrat flach ist. Der kleinere Tropfen mit einem kleineren Radius pumpt dann Flüssigkeit so lange in den Tropfen des größeren Radius, bis die beiden genau gleich sind. Also sie sind immer genau gleich, solange die verbunden sind. Hier sieht man eine mikrofluidische Struktur, das nennt sich sogenannter Gradientenmixer, wie man sehr einfach verschiedene Konzentrationen erzeugen kann. Wenn ich eine Flüssigkeit 1 hier habe mit einer einmolare Wirkstofflösung und hier habe ich nur Lösung, dann wird hier 100% dieser einmolaren Wirkstofflösung ankommen. Hier werden 67 sein, hier 33 und hier 0. Das passiert einfach durch den Flow-Split hier an den sogenannten T-Junctions, an T-Verbindungen, wo der Fluss ist ein laminarer Fluss, einfach Seite an Seite fließt und dann sieht man auch hier die Farben, wie sich das Verdünnungsprofil
genau nach diesen Konzentrationen einstellt. Das passiert, das ist einfache Physik, Flowdynamik, da ist kein Geheimnis dahinter, das passiert, wenn man solche Strukturen macht, automatisch. Und das macht die Sache natürlich sehr einfach, dass man Dosierungen sehr einfach einstellen kann. Die hängenden Tropfen, dann Multi-Tissue-Experiments, also die Verwendung mehrerer Gewebe gleichzeitig. Und was ich hiermit, womit ich das einführen wollte, ist die sogenannte Pharmakokinetik. Und was ist Pharmakokinetik? Das heißt, wie wird ein Wirkstoff im Körper verteilt? Er wird einerseits absorbiert, er wird verteilt, er wird metabolisiert, vor allem in der Leber, und er wird natürlich auch ausgeschieden. Das ist das, was passiert. Das ist nur die physikalische Verteilung. Das heißt nicht, dass der Wirkstoff wirkt. Darüber reden wir hier nicht. Wir reden nur über die Verteilung jetzt im Körper. Das andere, wie er wirkt, das wäre die Pharmakodynamik. Das heißt, welche chemischen Reaktionen erzeugt der Wirkstoff dann im Körper. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist im Prinzip, dass wir sagen, okay, der Absorption und Distribution, da können wir nicht viel machen, aber wir können den Metabolismus ins Drug-Testing mit einbeziehen. Wiederum die Leber, und das habe ich vorher schon gesagt, die Leber ist wichtig, weil viele Medikamente lebertoxisch sind, oder weil die Leber es schafft, Medikamente unwirksam zu machen oder sie giftig zu machen oder sie zu verändern. Muss nicht sein, kann auch sein. Hier sehen Sie die Struktur von vorher wieder. Und wie machen wir das? Nun, wir versuchen, verschiedene Gewebe in die verschiedenen Columns hier zu laden. Sieht die als blaue, gelbe und rote Punkte zum Beispiel. Und dann das Drug-Testing zu machen. Wie kann man das am einfachsten machen? Hier ist eine mikrofluidische Struktur, die das leistet. Kann ein bisschen darauf eingehen, sondern hat hier die Zellen lädt man hier rein in die Säulen. Aber man will natürlich nicht, dass die Brühe jetzt hier rüberfließt in die andere Säule. Deshalb hat man hier im Prinzip sogenannte Capillary Stops. Was ist ein Capillary Stop? Was hier ist, das ist hier Nummer 2. Man hat die Kapillaren enden und erweitern sich plötzlich. Und wenn das passiert, fließt die Flüssigkeit nicht mehr weiter, weil die Kapillarkraft nicht mehr funktioniert. Sobald Sie ein Rohr weitermachen, ist die Kapillarkraft weg und die Flüssigkeit wird nicht in den weiteren Teil reinfließen. Auch wieder einfache Physik, kein Hexenwerk. Und das heißt, wenn Sie solche Capillary Stops zwischen diesen Säulen haben, wird die Flüssigkeit nur von oben nach unten fließen. Das heißt, die werden nur die Gewebe von oben nach unten reinladen und in jede Spalte werden Sie einen Gewebetyp reinladen können mit der entsprechenden Lösung. Die werden sich nicht verbinden. Und hier sieht man die Connecting Ports. Das sind dann die Ports, in denen man Flüssigkeit reinpumpt, um diese Verbindung herzustellen. Da sieht man, wie man das macht. Man macht einfach das voller Flüssigkeit. Und dann in dem Moment kann man dann den Fluss hier entlang fließen lassen. Also man füllt erst die Säulen mit verschiedenen Geweben und dann öffnet man die Ventile, indem man einfach Flüssigkeit reinpumpt. Und dann kann man horizontal im Prinzip die Flüssigkeiten und die verschiedenen Konzentrationen durchfließen lassen. Hier sieht man es nochmal, das ist das Füllen mit den einzelnen Geweben. Dann sieht man hier die Verbindung und dann sieht man hier im Prinzip die Gradientenperfusion mit Farbstoff in dem Fall einfach gemacht. Nun, was war jetzt unser Beispiel, das wir hier genommen haben? Wir haben eine sogenannte Prodrug vorhin. Was ist das? Das ist eine Droge, die in dem Fall ein Krebsmittel, das an sich den Krebs nicht bekämpft. Wenn Sie das in den Körper geben, ohne dass die Leber das Zeug erwischt, wird nichts passieren. Sobald es aber durch die Leber kommt, wird das aktiviert, das nennt man Bioaktivation. Das heißt, es wird eine Hydroxylgruppe hier angehängt, für Hydroxycyclophosphamid, also das Cyclophosphamid. Das tautomerisiert dann mit dem Aldophosphamid und das wiederum geht in die Krebszelle rein und entwickelt sich hier zu so-called Phosphoramide Mustard. Mustard kennen Sie vielleicht, Senf. Ja, Senfgas ist was Ähnliches, ist sehr giftig, weil es im Prinzip die DNA verlängert. Das heißt, die Zelle kann sich nicht mehr reproduzieren, die wird sterben. Und wenn das passiert, ist die Cancerzelle nicht raus. Aber diese Droge allein, wenn die nicht die Leber hat, dann wird das nicht passieren.
Das heißt, hier braucht es wirklich die Leber, die diese Komponente aktiviert und dann entsprechend zu einem giftigen, hochwirksamen Krebsmittel macht. Und das haben wir hier nachgespielt. Wir haben hier, man sieht es hier, wir haben hier Lebergewebe reingepackt. Und die ganzen Violetten sind Lebergewebe. Hier haben wir das Tumorgewebe, das ist ein Darmtumorgewebe, das wir haben, auch eine Zelllinie. Und dann haben wir verschiedene Konzentrationen angewandt, 0 Molar, also gar nichts, 0,1 geringe Konzentration und 1 Molar, also relativ hohe Konzentration, und haben das dann durchgeleitet. Und haben dann gesehen, ob der Krebs weiter wächst. Bei 0 Molar wächst er einfach völlig weiter. Bei 0,1 schrumpft er ein bisschen. Hier sieht man, dass die Leberzellen offensichtlich sehr wirksam waren, weil hier der Tumor doch noch recht groß ist. Hier diese Leberzellen und diese Lebergewebe haben deutlich besser gearbeitet. Hier ist der Tumor wirklich kleiner. Und hier natürlich bei der höheren Konzentration noch kleiner. Man kann also zeigen, dass, wenn die Leber da drin ist, der Tumor deutlich langsamer wächst oder gar schrumpft. Aber nur dann. Und das zeige ich im nächsten. Hier sieht man nochmal die verschiedenen Konzentrationen. 1, 0, 1, 0, 0 mit den Lebergeweben drin. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die beiden Bar-Diagramms, auf diese beiden Diagramme richten, das und das. Hier sieht man die Größe des Gewebes im Prinzip als Fluoreszenzintensität, also wie groß ist der Lichtspot, den Sie sehen im Fluoreszenzmikroskop. Und das wurde auf 100% normalisiert für die 0-Konzentration. Das macht man oft so. Man sieht dann, dass bei 0,1, wenn die Leber drin ist, ca. 80% der Größe erreicht worden. Wenn ein Molar drin ist, nur noch ca. 40%. Wenn Sie jetzt keine Leber drin haben, sehen Sie, dass 100% klar dasselbe ist wie hier auch. Aber selbst die einmolare Lösung hat ca. 90%. Die 0,1 hätte sogar 95%. Das heißt, wenn keine Leber drin ist, wächst das Zeug einfach, wie wenn nichts da wäre. Es braucht die Leber, es braucht den Metabolismus, sonst funktioniert dieses Krebsmittel nicht. Und das ist ein wichtiger Versuch, den man machen muss und den man nicht mit der Zellkultur machen kann. Offensichtlich. Man braucht Lebergewebe, man braucht funktionierendes Lebergewebe, das auch den Metabolismus macht. Man braucht die Zypenzyme, die das machen. Hier sehen Sie noch, wie lange sowas dauert üblicherweise. 4 bis 5 Tage die Tissue-Bildung und dann eben dieses Assay dauert auch nochmal 5 bis 8 Tage. Das sind also schon relativ ordentlich lange Zeiten. Nächster Schritt wäre jetzt, wie machen wir Sensoren da rein? Welche Art von Sensoren würde man sich vorstellen können? Man kann sich Sensoren vorstellen, die zum Beispiel die Größe der Tissues messen, dass man nicht dauernd diese Dinge rausnehmen muss und ins Mikroskop tragen. Man kann sich auch vorstellen, dass man den Umsatz der Tissues misst, wie viel Glucose verbraucht das Tissue und solche Sachen versuchen wir dann direkt einzubauen. Hier sieht man einen ersten Versuch, sogenannte Impedanzelektroden. Impedanz ist nichts anderes als elektrischer Widerstand, nur die komplexe Form davon. Das heißt, es hat auch einen Real- und einen Imaginärteil, aber wir können sagen, es ist ein Widerstand. Widerstand ist natürlich gering, wenn der Strom frei fließen kann. Er ist groß, wenn irgendwas den Strom in seinem Fluss behindert. So, man hat hier 2 Elektrodenpaare. Das äußere Elektrodenpaar, die sieht man hier in Rot, und das innere Elektrodenpaar. Also hier sieht man sie noch besser. Das äußere Elektrodenpaar und das innere Elektrodenpaar. Und hier in der Mitte sieht es aus wie eine Halterungsstruktur. Das ist eine Struktur, wo man das Mikrogewebe hochziehen kann und dass es dann positioniert wird bis zwischen den Elektroden, um eine genaue Messung zu machen. Das wollen wir auch gleich sehen. Das sind Glasplättchen. Diese Glasplättchen drückt man dann ins Polymer rein. Man sieht das hier, das kommt da rein. Und dieser grüne Rand hier, der komplettiert dann praktisch diesen Tropfenrand. Und dann sind die praktisch in der Decke von dem Tropfen und der Tropfen hängt da runter und oben drin hat man diese Elektrodenpaare. Das sieht man hier nochmal, hier die Elektrodenpaare oben drin, Tropfen hängt drunter. Was kann man jetzt machen? Man kann sehr einfach zum Beispiel die Tropfenhöhe messen. Hier sieht man die elektrischen Felder, die von der einen zur anderen Elektrode gehen. Hier sieht man sogenannte Magnitude Signals, das heißt im Prinzip, wie viel Strom fließt. Sie werden nicht sagen, Strom wird nicht in Millivolt gemessen, sondern in was anderem.
wir haben hier einen Transimpedance-Amplifier benutzt, deshalb haben wir überall Spannungen statt Ströme, aber es bedeutet Strom. Also es sind im Prinzip große Werte, hier heißt es, fließt viel Strom. Und man sieht sofort natürlich, was man erwarten würde, dass wenn der Tropfen größer ist, dass dann mehr Strom fließen kann zwischen Elektrode 1 und 2, weil dann mehr elektrische Feldlinien hier durch den Tropfen gehen können. Das ist, was man erwarten könnte. Man sieht hier auch, man kann diesen elektrischen Widerstand mit zwei Sets von Elektroden messen, der äußeren Elektrode hier oder der inneren Elektrode hier. Und man sieht, die innere Elektrode ist natürlich viel, viel weniger sensitiv zur Tropfengröße als die äußere, weil die elektrische Feldausdehnung zwischen der inneren Elektroden deutlich geringer ist. Das heißt, die innere Elektrode ist nicht sehr geeignet, um die Tropfenhöhe zu messen, aber wir brauchen sie für was anderes. Für was brauchen wir sie? Wir brauchen sie für die Größenmessung des Tissues oder des Mikrogewebes. Hier sieht man es, was man macht. Man hat das Gewebe hier unten sitzen und dann zieht man es hoch. Das heißt, man verkleinert den Tropfen, man pumpt mehr raus, als man reinpumpt. Dann geht der Tropfen hoch. Das Gewebe kommt dann zwischen die beiden Elektroden zu liegen oder hängt zwischen beiden Elektroden. Und man sieht, deshalb ist diese Struktur hier, damit man das Gewebe genau dorthin bekommt. Das ist im Prinzip eine konische Struktur, die automatisch das Gewebe in die zentrale Position führt. Man sieht es hier da auch, zwei Gewebe, eins mit 400 Mikron, eins mit 600. Und es ist klar, dass das größere Gewebe natürlich mehr von diesen Feldlinien blockiert. Das heißt, man sieht hier, das große Gewebe hat einen deutlich kleineren Stromdurchlass als das kleine Gewebe. Und natürlich am besten geht der Strom durch, wenn gar kein Gewebe drin ist. Man kann also mit diesen einfachen Elektroden einerseits die Tropfengröße messen, andererseits natürlich auch die Gewebegröße. Und man kann auch messen, wie ein Gewebe wächst. Man sieht das hier, hier hat es Einzelzellen, dann wird es ein Gewebe und es wird über die Stunden größer und größer. Man zieht es immer wieder hoch. Dann sieht man hier, was passiert, wenn man das über ein paar Stunden macht. Verschiedene Frequenzen hier, nicht sehr unterschiedlich offensichtlich bei den Frequenzen. Aber man sieht, dass immer weniger Strom durchkommt, weil klar die Gewebe immer größer werden und viel mehr von einem Strom oder einem elektrischen Feldlinien blockieren. Man kann auch mit den Elektroden natürlich elektrische Signale aufnehmen. Welche Zellen produzieren elektrische Signale? Es gibt eigentlich nur zwei Zelltypen, die wirklich größere elektrische Signale produzieren. Das Herz natürlich. Kennen ja alle EKG und auch diese in den schlechten Filmen, diese dicken Elektroden auf den Körper legt und dann den Patienten wieder anschmeißt sozusagen. Und diese elektrischen Signale sind sehr groß, deshalb kann man sie auch sehr einfach messen. Man sieht das hier, das ist eine optische Messung, das heißt, hier war ein Mikroskop, hat man geguckt, wie das Gewebe zuckt oder wie kontrahiert. Und hier ist das elektrische Signal dieses gleichen Gewebes, das man mit den Elektroden oben aufgenommen hat. Also man sieht genau dasselbe, ganz offensichtlich. Das heißt, die Elektroden können auch dazu benutzt werden, die Herz Funktionalität oder zu sehen, lebt das Gewebe noch oder schlägt es schneller, schlägt es langsamer, ist es durch diese Droge irgendwie beeinflusst, wird es eventuell still, das wäre nicht das Schlimmste. Man kann auch Biosensoren integrieren. Hier wird es dann ein bisschen komplizierter, weil dann braucht man drei Elektroden statt zwei. Jeder, der mal Elektrochemie gemacht hat, weiß, warum man drei braucht. Die Referenzelektrode sollte keinen Strom haben, deshalb hat man eine Arbeitselektrode, eine Gegenelektrode und eine Referenzelektrode und zwischen Arbeits- und Gegenelektrode fließt der Strom. Die Referenzelektrode ist immer stromfrei, damit das Potenzial, das Referenzpotenzial stimmt. Man macht die hier rein, genauso wie vorher, als kleine Blättchen in die Decke quasi. Drunter sind die Tropfen, hier sieht man die Zuleitungen und man hat die drei Elektroden hier drin. Wie gesagt, Working, Counter und Referenzelektrode. Das ist eine Elektrode zweiter Art, wie es in der Chemie heißt, also hat ein konstantes Potenzial, Silberchlorid-Elektrode, auch Standard in der Elektrochemie. Und man kann hier im Prinzip hier unten alles Mögliche durchpumpen und die Elektrochemie hier oben misst dann einfach, was abhängig von dem, was auf der Elektrode als sensitive Schicht ist, was man messen will. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Hier sieht man nochmal die Technik, diesen Rezess, wo dann das Sensor-Plugin reinkommt. Man sieht das hier, dass man reindrückt in das Polymer. Dann werden diese Ringe ergänzt. Die Ergänzungsstrukturen sind auch auf dem Glas und dann hängen die in der Decke drin quasi. Das ist die Konfiguration. Das ist eine relativ einfache
enzymatische Reaktion, die wir hier benutzen. Wir benutzen zwei Enzyme, einerseits Glucoseoxidase, andererseits Lactatoxidase. Und das heißt, wir versuchen dann hinterher einerseits die Abnahme von der Glucose zu messen, weil die wird verbraucht von dem Gewebe, das ist ja praktisch ein Treibstoff oder eine Nahrung der Zelle. Und die Laktatproduktion, die entsteht, wenn man in der Zelle Glucose verbrennt. Der Nachweis ist ein sehr einfacher. Man nimmt im Prinzip die Formation oder es wird von den Enzymen wird dann Wasserstoffperoxid gebildet. Und Sie sehen dann, dass das an der Elektrode reduziert wird und diese Elektrodenreaktion, die Reduktion des gebildeten Wasserstoffperoxids, die kann man messen. Die Enzymelektroden sind relativ stabil über mehrere Tage, das funktioniert. Man muss die halt entsprechend polymerisieren, das ist schon ein bisschen ein Trick. Wie immer bei Elektrochemie ist ein bisschen Hexenwerk dabei oder ein bisschen finstere Alchemie, aber das dauert dann halt ein paar Tage und dann funktioniert das. Hier sieht man nun, was man dann machen kann. Man muss natürlich, Sie sehen das Flow-Profil hier, man muss den Fluss natürlich stoppen, um solche Verbrauch zu messen. Denn wenn man permanent durchpumpt, liefert man eigentlich permanent Glucose und nach und transportiert Laktat ab, dann sieht man eigentlich nicht, was akkumuliert. Das heißt, man muss den Fluss stoppen. Und man sieht dann, sobald man den Fluss stoppt, steigt die Laktatproduktion. Ganz gewaltig, dann schaltet man den Fluss wieder ein, bringt das Laktat weg und dann kommt der nächste Intervall, in dem wieder gemessen wird und so weiter und so weiter. Man kann auch gleichzeitig die Glucose oder den Glucoseverbrauch blau und das Laktatproduktion rot messen. Logischerweise geht die Glucose im gleichen Maß runter, wie das Laktat produziert. Das ist nicht überraschend. Das sind zwei verschiedene Sensoren im gleichen Tropfen drin. Und man sieht auch, dass die nicht funktionalisierten Elektroden schön flach unten bleiben. Also da sieht man keinerlei Signale. Das heißt, es gibt keine Artefakte von irgendwelchen anderen Reaktionen oder Störungen, die hier eine Rolle spielen. Das ist wirklich spezifisch für diese Reaktionen sind enzymspezifisch und nur für Glucose und Laktat. Was nicht überraschend ist, ist natürlich, wenn man verschiedene Tissuegrößen verwendet, dass die dann entsprechend mehr Laktat produzieren. Je größer das Gewebe, logischerweise mehr wird umgesetzt, mehr Zellen, mehr Umsatz, mehr Laktat produzieren. Hier sieht man jetzt, wie so ein System aussehen kann. Die hängenden Tropfen, was man vermeiden will, ist natürlich, dass zu viel verdampft von dem Zeug. Man kann zwar mit der Pumpe nachliefern, aber man will trotzdem vermeiden, dass zu viel von den Tropfen verdampft. Deshalb hat man hier so eine, wir nennen es Kultivierungsbox, das ist im Prinzip ein Deckel einfach drauf und drunter, in dem dann ein feuchtes Tuch drin liegt, sodass nicht, dass die Atmosphäre unter den hängenden Tropfen einigermaßen wassergesättigt ist. Vorteil ist, man kann mit hochauflösender Mikroskopie da rangehen, weil die Tropfen unten offen sind. Es gibt auch keine Bubbles, was in der Mikrofluidik oft ein Problem ist, dass Blasen im System sind und dann alles Mögliche blockieren. Hier gibt es keine Blasen, weil das System ist ja offen, die Blasen, das Gas wurde einfach ausgasen aus der Flüssigkeit. Das waren die hängenden Tropfensysteme. Und das Letzte, was ich jetzt noch zeigen wollte, wäre ja dieser Stammzelltest, habe ich schon am Anfang gesagt, es geht um die Fruchtschädigung, das heißt, alle Chemikalien, die irgendwo auf den Markt kommen, müssen da getestet werden, ob sie eventuell fruchtschädigend sind. Wie macht man das? Man nimmt embryonales Gewebe, in dem Fall natürlich wieder eine Zelllinie, also keine Embryos, auch keine Tierembryos, das macht man schon lange nicht mehr, sondern eine Zelllinie von embryonalen Stammzellen, menschlich oder meistens sind es Tiere, also meistens immer Mäuse. Menschen nimmt man es in ganz seltenen Fällen. Die sind viel zu kostbar für sowas. Das ist üblicherweise die ED3-Linie, die Mauslinie. Und dann formiert man Gewebe, sogenannte Embryoid Bodies. Diese setzt man dann der Chemikalie aus. Und dann plattiert man diese Embryoid Bodies aus, lässt sie, sobald man die auf eine adhesive Fläche bringt, machen die sich flach und breiten sich aus. Und man guckt dann, ob irgendwo ein Herzschlag zu finden ist. Das heißt, irgendwo Herzmuskeln oder Herzzellen sind, die dann anfangen zu schlagen. Und wenn die schlagen, hat der Embryo offensichtlich überlebt. Die Sache war nicht giftig. Wenn er nicht mehr schlägt,
dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder das Zeug ist wirklich giftig oder die Differenzierung hat nicht funktioniert. Dann muss man es vermutlich nochmal machen. Hier sieht man den Test. Er ist ein bisschen komplex, weil man muss mit zwischen drei Substraten hin und her und mit drei Substraten arbeiten. Hier sieht man erst die embryonischen Stammzellen, die sich zum Gewebe formieren. Das ist der sogenannte Embryoid Body. Das ist eigentlich auch eine Gewebekugel. Dann nimmt man diese Embryoid Bodies in einer Platte, die antiadhesiv beschichtet ist, sodass diese Dinger nicht sich flach machen, sondern dass die praktisch, dass sie die nicht adherieren, sondern dass die als Kugel erhalten bleiben, als Embryoid Bodies. Macht die Exposition mit der Chemikalie und dann kommen sie in ein anderes Substrat, wo sie sich dann flach machen, ausbreiten und wo dann im Mikroskop meistens ein Schlagen von Herzzellen detektiert wird. Und ich zeige Ihnen das auch gleich. Was aber natürlich nicht in solchen Tests betrachtet wird, ist wiederum die metabolischen Effekte, die wir vorher schon mal diskutiert haben. Das heißt, es gibt auch hier die Leber wieder mal, die, wie man hier sieht, eine chemische Verbindung entweder aktivieren kann oder auch inaktivieren. Das heißt, ein Medikament unwirksam machen oder eventuell sogar toxische Metabolite erzeugen. Und das muss man natürlich auch testen. Weil der Embryo-Test macht keinen Sinn, wenn der Leber ist nun mal in der Mutter drin. Die kann man nicht rausnehmen. Das heißt, ein Test, der wirklich Embryotoxizität verspricht, muss auch diese Metabolisierung mit enthalten. Sonst muss man das nachmachen, ganz offensichtlich. Und das haben wir probiert. Das heißt, wir haben wieder die Leber hier mit reingebracht. Das heißt, hier ist der Embryoid Body, hier ist die Leber, hier ist die Kommunikation. Das heißt, die Signalmoleküle, die von der Leber erzeugt werden, oder die Metaboliten, können dann auf den Embryo rüber durch den mikrofluidischen Kanal. Wir brauchen nur ein Substrat, weil wir nehmen das hier, wir formieren die Tissues in dem Substrat, dann machen wir die Exposition und dann drehen wir die ganze Sache um. Hier ist es auf der Seite bei der Leber ist eine antiadhesive Schicht, das heißt die Leber bleibt intakt. Hier haben wir eine adhesive Schicht, das heißt hier flacht sich der Embryo Body, macht sich flach und breitet sich aus als Zellschicht und dann kann man Herzschlag eventuell detektieren. Dieses sich flach machen oder ausbreiten ist ganz normal, weil diese Zellen sind alle adherierende Zellen. Das heißt, wenn Sie einem Gewebe eine Oberfläche geben, wird das sich immer ausbreiten. Das ist nichts, was man induzieren muss. Sondern es wird immer versuchen, sich überall anzuhaften. Die meisten Zellen im Körper sind adherierende Zellen. Das ist nun das Hanging Drop Network, das wir gemacht haben. Man sieht die adhesiven Kompartimente, wo die Embryoid Bodies drin sind. Und die nicht-adhesiven Kompartimente, wo dann die Leber drin sind. Wir haben 6 Leber und 3 Embryoid Bodies hier. Wiederum haben wir den Fluss hier getrennt am Anfang durch das Capillary Valve, das Sie schon gesehen haben. Das heißt, beim Befüllen möchten wir nicht, dass die Brühe in die falschen Tropfen reinfließt, sondern erst hinterher, wenn wir loslegen mit der Compound Exposure. Wir haben zwei verschiedene Typen von Geweben im Netzwerk. Und das ist natürlich auch nicht ganz trivial. Wenn Sie mehrere Gewebe in derselben Brühe haben, wird es Ihnen einige Zeit kosten, diese Brühe zu finden, die mehrere Gewebe tolerieren und in der mehrere Gewebe überleben. Also das Finden von Kulturlösungen oder von Medien für mehr Zellexperimente oder mehr Organexperimente ist nicht trivial. Für einen ist schon oft schwierig, für ein Organ ein gutes Medium zu finden. Sobald es dann mehrere werden, wird es deutlich komplexer. So, hier ist nun der Test, wie er abläuft. Man hat die hängenden Tropfen, die Lebergewebe hier auf beiden Seiten, in der Mitte die Embryoid Bodies und man dreht das hier, aber nur um 2 Grad. Was ist die 2 Grad Drehung? Das heißt im Prinzip, man erzeugt einen leichten Fluss von links nach rechts und rechts nach links, so wie man das Zeug kippt. Das heißt, man hat einen Fluss, sodass im Prinzip auch Signalmoleküle zwischen den Kompartimenten ausgetauscht werden. Sehr wichtig, sonst bringt das ja nichts, wenn die nur in ihren Kompartimenten sitzen. Man muss pumpen, will man nicht, weil man will keine Pumpe in den Inkubator stellen. Das ist wieder komplex, deshalb
diese Tilting, um einen Flow zu erzeugen, ist eigentlich eine sehr einfache Möglichkeit, einen Fluss herzustellen, ohne dass man irgendeine Pumpe braucht. Und diese sogenannten Tilting Stages gibt es in jedem Biolabor. Und man kann da auch viele Platten übereinander stapeln und kann sehr viele parallel machen. Hier sieht man, was passiert. Das ist die Bildung der Embryoid Bodies über 72 Stunden. Die wachsen auch ordentlich. Also hier ist die Agglomeration und dann kommt hier im Prinzip das Wachstum. Hier sieht man die Leberzellen von Tag 5 bis Tag 10. Die bleiben intakt und die Lebergewebe, das ist gut. Die sollen sich auch nicht flach machen hier. Und hier sieht man im Prinzip, dass sich flach machende Embryoid Body in der zweiten Phase, in dem Spreading. Das heißt, hier in den Zellen, in den mittleren Kompartimenten, breiten sich die Embryoid Bodies dann aus, während die Lebergewebe auf den nicht adherierenden Schichten intakt bleiben. Die kann man dann eventuell wiederverwenden oder je nachdem. So, wie sieht es denn aus? Hier sieht man das Spreading eines Embryoid Bodies nun in diesem System. Sieht, wie es sich flach macht, also es breitet sich wirklich stark aus. Man sieht dann hier irgendwann oder irgendwo beginnt es dann zu schlagen. Das ist im Prinzip ein Zeichen, der Embryoid Body lebt oder hat es überlebt. Das Schlagen ist nicht super regelmäßig, aber das Schlagen allein ist im Prinzip das, was zählt. Kann man elektrisch messen oder kann man auch optisch messen? Und warum haben wir das, glauben wir, dass das wichtig ist? Wir haben das gleiche Beispiel wie vorher, Cyclophosphamid, das mit der Leber aktiviert wird, in das Phosphoramide Mustard, in diese hauchtoxische Komponente, die dann das Embryoid Body beeinflusst. Und wenn man diesen Test mit Cyclophosphamid jetzt ohne Leber macht, dann sieht man, dass die sogenannte ID50, das heißt die Konzentration, die wo 50% der Differenziation, also der Zelldifferenziation behindert worden, dass die bei irgendwo einem Millimol oder sowas liegt. Das wäre der Messwert, den Sie kriegen, wenn Sie einen normalen EST machen, ohne die Leber einzuschließen. Wenn man die Leber einschließt, geht der Wert drastisch runter, auf ein Viertel. Das heißt, das Zeug ist sehr viel giftiger, sobald die Leber dabei ist. Klar, weil die Leber natürlich, das, wie wir wissen, Cyclophosphamid aktiviert in dieses Phosphoramid Muscle. Das heißt, wenn man einen Embryonic-Test macht ohne die Leber, kriegt man ein relativ falsches Resultat für die Toxizität. Wohingegen man nur hier dann mit der Leber im Test einen einigermaßen repräsentativen Wert kriegt, wo Embryotoxicity dann anfängt. Deshalb denken wir, dass die Einschluss der Leber ins Compound-Testing sehr wichtig ist. Der nächste Schritt, den wir jetzt gehen werden, und das zeige ich nur als Ausblick, wir haben noch einige Versuche, aber die sind noch nicht so präsentabel. Wir haben die Resultate, die passen auch, aber sind noch nicht erhärtet. Ist natürlich, zwischen der Leber und dem Embryo ist noch eine Plazenta. Also der Embryo schwimmt ja nicht im Körper rum ohne Schutz, sondern da ist Gewebe dazwischen, das ist die Plazenta. Und die spielen eigentlich auch eine Rolle. Das heißt, man müsste auch, um Toxizität wirklich sinnvoll zu messen, die Plazenta mit ins System einbauen. Man sieht, was diese Plazenta alles macht. Sie scheidet zum Beispiel CO2 aus dem Blut ab, nimmt auch Abfallstoffe raus, sie schützt den Embryo, also das Gift und nichts, die Sachen nicht zum Embryo kommen. Aber sie ist eben nicht völlig undurchlässig für Gifte. Und vor allem auch für Partikel, also Nanopartikel zum Beispiel, gehen durch die Plazenta großenteils durch, Mikropartikel und Mikroplastik nicht so sehr. Kann aber auch Sekundäreffekte auslösen. Hier sieht man es, Plazenta-Gift, und es gibt sogenannte Direct Toxicity, das heißt, das Zeug geht einfach durch und vergiftet den Embryo. Es gibt auch Indirect Toxicity, das heißt, das Gift macht irgendwas in der Plazenta, dass die Plazenta auf einmal andere Moleküle zum Embryo schickt. Und die sind genauso gefährlich. Man kann nicht nur die direkte Toxizität angucken, sondern müsste auch im Prinzip angucken, was passiert in der Plazenta. Und hier machen Plastik-Nanopartikel, setzen die Plazenta unter Stress und sie setzt dann andere Stoffe frei, als wenn sie keine Plastik-Nanopartikel kriegt.
Und wie macht man das? Eigentlich nicht schwer. Man nimmt einfach eine Membran hier rein aus Plazenta-Zellen. Man hat wiederum die Leber hier drin, man hat dann den Embryo in the Body drin und dazwischen hat man die Plazenta. Und das haben wir inzwischen auch realisiert. Das System funktioniert eigentlich ganz gut. Wir arbeiten hier mit der EMPA zusammen in St. Gallen. Die haben ein sehr spezialisiertes Labor für Plazenta. Die kriegen im Prinzip Plazenta vom Krankenhaus, können dort die Zellen extrahieren und können im Prinzip mit humanen Primärzellen dann versuchen, solche Versuche zu machen. Und das sind wir mit unserem System, mit denen in Kollaboration. Gut, das war's. Ich hoffe, dass ich Ihnen gezeigt habe, dass die hängenden Tropfen oder einfache mikrophysiologische Systeme einigermaßen sinnvoll sind. Sie sind relativ einfach zu handhaben. Das ist eine von unseren Prämissen, dass das Zeug nicht kompliziert ist und dass uns mit ungeschultem Personal und wenig speziellem Gerät, also sprich Pumpen, mikrotechnologischem Aufwand benutzen kann, im einfachen Biologielabor mit einfachen Geräten und ungeschultem Personal. Man kann die Sensoren integrieren oder nicht, macht es natürlich komplizierter, das ist klar, weil dann braucht man die Zuleitungen, man braucht die Kabel, die in den Inkubator gehen und so weiter. Wir entwickeln verschiedene Tissue-Modelle, inzwischen auch viel Membranmodelle. Wir haben Blood-Brain-Barrier-Model entwickelt kürzlich. Wir sind jetzt auch sehr viel dran an Lungen- und Blasenmodellen, um Infektionen nachzustellen im Kontext von Antimicrobial Resistance. Das heißt, man hat ja diese Superbugs oder Bakterien, die extrem resistent sind, Staph aureus und Pseudomonas etc. Und da bauen wir jetzt Lungenmodelle dafür und Blasenmodelle, um nachzustellen, wie eine Infektion genau abläuft, wann sie durchbricht, wie man dann auch mit Antibiotika die Infektion bekämpfen kann und wie effizient das ist. Ja, und am Schluss natürlich auch Single- und Multitissue-Experiments, das habe ich schon gezeigt. Ich bin natürlich hier nur der, der darüber redet. Die Arbeit machen andere. Das ist unsere Gruppe, eine sehr interdisziplinäre Gruppe von Elektroingenieuren, Neurowissenschaftlern, Biologen, Neurobiologen, Materialwissenschaftlern, mechanischen Ingenieuren, Elektroingenieuren. Und ja, Geld nehmen wir von wem wir es kriegen können. Wir sind da nicht sehr wählerisch. Weniger von der Industrie, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Also das muss dann klar sein, dass kein Einfluss da ist. Deshalb nehmen wir es überwiegend von den Funding-Organisationen der Europäischen Union und auch den schweizerischen staatlichen Forschungsförderprogramm. Mit dem würde ich schließen und bin natürlich gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank, Andreas Hirlemann. Ein spannendes Gebiet, der reproduziert quasi im Kleinen lebende Zellen, also Zellstrukturen, ist das richtig so? Kann man das so sagen? Die Leber, Herz oder ein Embryo, der eigentlich nur ein paar Zellklumpen sind, die aber schon Herzfrequenzen zeigen. Gibt es da auch irgendwo eine ethische Grenze oder eine ethische Frage, die dich beschäftigen, wenn du diese Zellensysteme nachproduzierst? Ja, jein. Also ich würde sagen, es gibt ethische Grenzen in dem Sinn, dass wir keine humanen Primärsysteme verwenden würden, wenn sie nicht verfügbar wären. Eine Plazenta ist nach der Geburt ist nutzlos, ist eigentlich im Prinzip Abfall, in Anführungszeichen. Deshalb haben wir keine großen Skrupel, die zu verwenden. Natürlich haben wir nicht die Genehmigung, das zu tun, das macht das Spital. Ja, muss man ganz klar sagen, alle Zellen, Humanzellen und so weiter, waren im Spital entnommen und wurden anonymisiert und wir haben keine Ahnung, von wem das ist und so weiter. Das ist alle voll anonymisiert. Wir kriegen einfach Zelllinien oder Zellen, wo man sagt, das ist die und die, der Zelltyp in der Plazenta, aber mehr wissen wir nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Wir wollen das gar nicht wissen. Das andere ist, bei den Tierversuchen, denke ich, gibt es natürlich immer Debatten, wo die Grenzen sind. Es werden weniger und weniger. Wie ich gezeigt habe, diese humanen induzierten Stammzellen ersetzen mehr und mehr Tierversuche und sind auch oft repräsentativer für das, was man sehen will, als Tierversuche. Deshalb werden die mehr und mehr minimiert. Die großen Pharmafirmen versuchen sie komplett rauszukippen, weil es einfach nicht die Ergebnisse gibt,
die sie haben wollen. Die IPSC sind relativ unkritisch, wie gesagt, da ist ein bisschen Blut, ein bisschen Haut, natürlich auch anonymisiert. Man kriegt dann auch oft isogene Zelllinien, das isogen heißt, die sind vom selben Spender und manche von denen sind gesunde Zellen, wenn sie ein gesunder Spender waren, dann wurden sie genetisch verändert, um Krankheiten zu simulieren. Und das ist auch sehr praktisch, wenn man mehrere solche Linien hat. Man kann vom selben genetischen Background kann man praktisch gesund und krank haben und kann damit sehr genau studieren, wie die verschiedenen Krankheitsmodelle funktionieren. Das ist auch aus meiner Sicht ethisch unbedenklich, weil, wie gesagt, ein bisschen Blut oder ein bisschen Haut zu spenden ist nicht, ist alles freiwillige Spenden natürlich, da fragt man die Leute, ob sie das machen wollen, wiederum völlig anonymisiert, da weiß kein Mensch, wer da dahinter steckt. Und wird nicht auch im Spital gemacht, das wird auch nicht von uns gemacht, wir kriegen die Zelllinien dann. Und die Spitäler haben natürlich die entsprechenden Bewilligungen, das zu tun. Und Patienteneinwilligung, das ist keine Frage. Was ich sehe, in diesem Bereich ist nicht sehr viel ethische Probleme. Es gab mal eine Diskussion über Hirngewebe. Diese kleinen Hirnkugeln, die 200 Mikron, haben die schon Bewusstsein? Denken die schon? Haben die Gefühle? Weiß ich nicht. Ich bezweifle es. Aber ob man die wirklich als Person oder als denkende, bewusste Subjekte wahrnehmen muss, ich weiß es wirklich nicht, ob ein paar hundert Zellen wirklich schon Bewusstsein haben. Ich persönlich wäre da nicht so optimistisch. Eigentlich eignet sich alles dafür. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was passiert. Weil wenn man die metabolischen Tests macht von Substanzen, die nie metabolisch getestet wurden, dann weiß man nicht, was rauskommt, ob da eine Aktivierung erfolgt oder nicht. Mein Cyclophosphamid ist ein bekanntes Beispiel für eine Komponente, die einfach nur funktioniert, wenn eine Leber im System ist. Und diese Prodrugs gibt es einige davon, die eben das brauchen. Ich persönlich bin kein Mediziner, also ich kann nicht sagen, welche Medikamente extremst gut geeignet sind. Biologicals vermutlich schon. Ich denke, alle Medikamente, die komplexe Signalketten oder Signalkaskaden erzeugen, glaube ich, als Ingenieur. Ja gut, am Ende will natürlich jeder, der ein Medikament entwickelt, damit auch Geld machen. Sonst macht das nicht. Und die Antibiotika sind der typische Fall, wo man nicht viel Geld machen kann und wo es eigentlich auch leider keinen interessiert, welche zu entwickeln, zumindest nicht die großen Pharmafirmen. Obwohl das vermutlich die fehlenden Antibiotika uns sehr viel mehr Menschenleben kosten werden als alles mögliche andere. Schon in der sehr nahen Zukunft leider. Ich bin da nicht so pessimistisch, wenn wir es schaffen. Ich meine, was am teuersten ist, das habe ich gezeigt in der Kaskade, sind die klinischen Versuche. Sind bei Weitem das teuerste in der ganzen Kette. Das heißt, alles, was vorklinisch ist, ist eigentlich nicht so teuer. Und wenn man es schafft, einfach in die klinischen Versuche nur mit den Substanzen reinzugehen, wo man relativ zuversichtlich ist, dass die auch einigermaßen funktionieren, nicht in den ersten Tests gleich rausfliegen. Und das kann man mit solchen Advanced In Vitro Systems schon machen. Und der Aufwand ist nicht so riesig. Also ich meine, die Systeme sind einfach, die können im Inkubator mit ein bisschen schütteln, die sind nicht super komplex. Und das ist auch weniger komplex als ein Tierversuch. Tierversuch ist auch sehr aufwendig. Das heißt, eigentlich sind diese Sachen eher dazu geeignet, aus meiner Sicht, die Sache zu vereinfachen und eventuell auch zu beschleunigen und billiger zu machen. Weil die Zelllinien stehen zur Verfügung, die kann man unendlich vermehren. Das ganze Testing kann, wenn die Platten und die ganzen Systeme mit der Robotik verbunden werden können, man kann diese Systeme so aufsetzen. Unsere sind alle so designt, dass sie im Prinzip Standards erfüllen, die mit Laborautomation im Prinzip in Einklang sind. Dann kann das ein Roboter machen. Und dann wird es recht schnell und auch recht nicht sehr teuer. Also ich bin da nicht so pessimistisch. Jein, also ich meine, auch ein öffentlicher Auftrag kann Patente erzeugen. Ich meine auch die staatlichen Forschungsförderer wie InnoSwiss oder SNSF wollen natürlich Patente haben, wenn es welche gibt. Das heißt, auch die ETH, wir sind verpflichtet, wenn wir Knowledge oder Wissen haben, das patentierbar ist, das auch zu tun. Und wir tun das auch.
weil das ja auch ein Teil unseres Outputs ist. Und die werden dann halt, üblicherweise kann, wenn wir als staatliche Institution sowas machen, gibt es keine exklusiven Lizenzen. Das heißt, jeder kann eine Lizenz erwerben, aber exklusiv kriegt es keiner. Weil wir als im Staatsauftrag natürlich nicht irgendeine Firma bevorzugen dürfen. Aber wir verwerten IP, ganz klar, und wir machen IP. 2013, 10 Jahre. Ist schwer zu sagen, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, weil wir haben noch nicht die Breite an Medikamententests, die nötig wäre, um solche Substanzen zu finden. Definitiv gibt es Sachen, die durch den Medikamententest durchgekommen sind, den klinischen Test grandios gescheitert sind. Die gibt es schon. Bekannteste Beispiel ist Thalidomid natürlich oder Contergan. Man muss ein Testsystem bauen, das die Aspekte findet, die man vorher nicht kennt. Man weiß ja nicht, was eventuell diese Substanz verursacht. Weil man wusste nicht, was Thalidomid macht. Wenn man das gewusst hätte, hätte man danach gesucht. Aber das ist das Problem. Sie wissen nicht, nach was sie suchen sollen. Das heißt, man muss eigentlich eine Art von Tests entwickeln, die Standard sind, dass bestimmte Sachen einfach nicht auftreten dürfen. Was immer gemacht wird, ist das sogenannte QT-Intervall beim Herz, dass man im Prinzip für jedes Medikament nachweisen muss, dass im Prinzip der Herzschlag nicht so verlangsamt wird, dass ein Re-Entry-Syndrom auftaucht. Das heißt, dass das Herz sich über sich selber stolpert, in Anführungszeichen, dass es keine Verflimmerung gibt. Das muss immer gemacht werden. Das ist das Einzige, was verpflichtend ist. Nein, wir haben das bisher nicht gemacht. Ja, das ist natürlich eine personalisierte Medizin, ist was überall rumschwirrt, aber was natürlich wahnsinnig teuer ist. Sie müssen dem Patienten wirklich Zellen entnehmen, müssen mit den Zellen, die sie da kriegen, ganz spezifisch eine ganze Reihe von Versuchen durchführen, die aber hinterher nur wieder für diesen Patienten signifikant sind. Das heißt, wenn sie kein Bill Gates sind oder kein Elon Musk, dann wird ihnen das niemand machen, weil sie es nicht zahlen können. Und das sollte ja auch nicht sein. Ich meine, es ist ja nicht, macht keinen Sinn, quasi eine Reichenmedizin zu entwickeln. Und ich denke, personalisierte Medizin ist sehr schwierig, aber sie ist möglich auf Basis einfacher genetischer Schemen, die man zum Beispiel hat, wo man einfach gewisse genetische Hintergründe hat, die für verschiedene Medikamente nicht kompatibel sind. Auf der Basis kann man es machen, auch für eine breitere Bevölkerung. Ich weiß von den Human iPSCs jetzt, dass Yamanaka, der die entwickelt hat, dass der versucht, das die ganze Menschheit durch 8 Zelllinien darzustellen. Weil jeder Mensch natürlich sehr verschieden ist. Und es gibt ja viele Rassen auf der Erde, viele verschiedene Asiaten, Afrikaner, Amerikaner, das sind alle verschieden. Und man kann nicht alle Tests für alle machen. Das geht einfach nicht, das wird endlos. Und deshalb muss man im Prinzip versuchen, repräsentative Linien zu finden, die Menschheit im Großen und Ganzen abdecken. Und er versucht das jetzt auf 8 Linien runterzubringen. Das hat ganz bestimmte Gründe. Und zwar ein Zellklumpen, also wir haben ja keine Blutgefäße da drin. Das heißt, alles, was Nährstoffe reinbringt und Abfallstoffe raus, ist die Diffusion. Aus der Flüssigkeit rein und wieder raus. Und wenn Sie in den Körper gucken, den menschlichen Körper, dann sehen Sie, dass bei Geweben keine Zelle viel mehr als 200 bis 300 Mikron von einem Blutgefäß entfernt ist. Das heißt, Diffusion funktioniert auf dieser Strecke. Wenn Sie größere Gewebe haben, das können Sie machen, 1 Millimeter oder 2 Millimeter, dann werden die innen nekrotisch. Das heißt, sie sind einfach tot innen und hohl irgendwann. Und deshalb nehmen wir 200 bis 300 Mikron, weil da die Diffusion garantiert funktioniert. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.